Hallo und ein herzliches Willkommen hier vom Kanal zu 7 Days to Die. Seid gegrüßt. Ja, heute würde ich ganz gerne euch hier die Zugbrücke und die Rampe fertig bauen, erstellen. So, jetzt gucke ich auch mal eben, was brauche ich für diese Zugbrücke. 100 geschmiedetes Eisen. 1000 Holz, 20 Schraubfedern und mechanische Teile. Gut, da müssen wir ein bisschen was organisieren noch, weil geschmiedetes Eisen haben wir definitiv Gens. Und Schraubfedern, ich nehme mal eine Range mit auf jeden Fall. Und Schraubfedern glaube ich auch noch nicht. Da haben wir gerade mal 2 Stück von. Gut, heißt wir müssen Autos zerlegen und Eisen organisieren. Nehmen wir mal das Fahrrad, ne? Und wenn wir Glück haben, finden wir ja auch mal den Bauplan für den Gipsverband. So, fangen wir hier an, weil Eisen brauchen wir ja auch. Die tausche ich mal gegeneinander aus eben. Bleibst du da? Püppi. Püppi. Oh, der war auch schnell kaputt. Der war ja schnell kaputt. Ja, dann werde ich mich doch tatsächlich mal offscreen ran begeben müssen, ein bisschen Eisen zu farmen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich echt definitiv auch dann mal wirklich viel Eisen brauche. Klimaanlage. Ist hier eine? Ja. Die lohnt sich ja schon fast mehr. Die lohnen sich schon fast mehr als die Autos, aber Autos machen wir trotzdem. Schon der nächste. So. Ich wollte gerade sagen. Ja, dann schauen wir hier mal beide Häuser direkt durch. Ja, ist ja gut. Nein! Nein! Dieser mistige Hund. Ich glaub's nicht. Irgendwo höre ich ein. Ja, gibt eh nur. So, mal hier hinten gucken. Da war auf jeden Fall ein Auto. Gucken, ob da auch eine Klimaanlage ist. Na, der Erdnuckel. So. Ja.
keine Klimaanlage. Hier unten, die sind bestimmt am Dachboden, ne? Dann sind die schon oben am Dach, mal eben gucken. Na, durch die Küche geht's eins rauf. Nö, hier ist auch keine. Ich wollte gerade sagen, lassen wir uns nochmal im Keller gucken. Da war ich schon unten. Aber hier ist jetzt auch nicht wirklich was zu sehen, ne? Auch nichts zu hören, meine, die hören wir ja eigentlich. Gut, dann weiter. Dann, da ist auf jeden Fall eine. Alles mitnehmen. Wie sieht es denn mittlerweile aus? 16 Schraubfedern, okay. Mechanische Teile. Mal eben noch mal gucken hier. 30 mechanische Teile, okay. Ich weiß nicht, ob wir noch welche haben. Wir machen mal die 30 auf jeden Fall voll. So, und dann geht nur noch Eisen. Da sehe ich keine Klima, ne? Da oben ist eine drin. Ey, wer bist du? Nee. Sah da aus wie eine Klimaanlage. Das ist auch eine, die ist nur draußen, okay. Ist aber sonst keine mehr, ne? Gibt denn so einen Kühlschrank? Elektronik? Dann haben wir davon auf jeden Fall genug. Dann brauchen wir jetzt nur noch Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Der Mann mit der Kettensäge ohne Kettensäge. Oder wie sehe ich das? Feiner Schlagabtausch. So. Eisen. Oh, Spinne. Die will ich nicht.
Die kommen hinterher. Gut, die hätten wir da hinten. Jetzt brauchen wir Eisen. Und den nehmen wir mit, ne? Fleisch. So, und da machen wir uns nämlich dann auf die Suche. Die Suche nach einem Händler. Wo ist denn hier so ein doofer Eisenstein? Gibt's doch nicht. Muss da irgendwo Eisen sein. Halt, stopp, da ist ein Nest. Habe ich das schon geplündert? Nein. Brauchen wir auch. Aber keine Küken drin, so ein Nest. Was haben wir da oben? Schiefer. Okay. Jetzt hat er Hunger. Es war so klar. Ich habe glaube ich nichts zu essen mit. Wo ist der? Das ist normaler Stein hier, ne? Oder? Eisen, das gibt's doch gar nicht. Den wollte ich eigentlich auch noch looten, aber jetzt suchen wir erstmal Eisen. So. Es geht mir aber die Küken aus hier. Eisen, Ölschiefer. Ölschiefer. Komm schon, Kind, an Eisenstein. Da hinten ist. Das ist ein Blümchen, ne? Ich wollte sagen, das ist Nitrat. Oder? Ne, das ist ein Blümchen. Ja. So. Ja gut, dann mache ich einen kleinen Schnitt. Ich suche Eisen, baue ein bisschen Eisen ab und wir sehen uns an der Base wieder. Ist am einfachsten. Bis gleich. So, und da bin ich wieder zurück. Mist. Ich habe ein bisschen Eisen gemacht, oben noch ein bisschen Lehm gemacht. Der läuft jetzt durch. Wir machen jetzt schon mal die ersten 66. Dauert 2 Minuten 45. Ich habe hier noch ein bisschen weggebuddelt für Lehm und hab da hinten hier hinter dem Stück, ganzes Stück hinter dem Lebensmittel, hinter der Lebensmittelfabrik habe ich Eisen gefunden. Ja, jetzt lassen wir die noch durchlaufen. Dann brauchen wir auf jeden Fall, ich habe hier schon mal ein kleines bisschen zusammen, wir brauchen die Schraubfedern, wir brauchen die mechanischen Teile und wir brauchen Holz haben wir und dann noch das Eisen. Wunderbar. Sollten wir dann hinkriegen. Dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt noch mal ein Schnittchen.
Ja, ich mache hier noch ein Schnittchen und dann gehen wir uns drüben an der Werkbank die Zugbrücke dann herstellen, wenn ich fertig bin. Bis gleich. So, die letzten Eisen hier laufen durch, 24 Sekunden, und dann gehen wir rüber und stellen uns die Zugbrücke her. So. Wunderbar. Hier gegen den da tauschen. So. Und da in dem Häuschen in der Garage war doch die Werkbank, oder? Oh, hier ist auch noch eine Klimaanlage, cool. Ja, ne? So, mal eben gucken. Verstärkte Zugbrücke fertigen. 22 Minuten, okay, dann kriegen wir die erst in der nächsten Folge durch. Dann, bauen wir die hier noch ab. Dann könnten wir eigentlich noch eben die Rampe ändern auf 7 breit. Dann haben wir das auch schon weg. Dann brauchen wir die nur noch setzen. So, sind 5, ne? Hatten wir doch gesehen, 5. Moment. 2, 5, ja. 6, 7 wird die dann nach hier gehen. Perfekt. So. Die kann dann weg. Ich nehme mal eben den Helm tragen hier. Da haben wir ein bisschen mehr Licht. Hat der kein Licht? So. So. Kriege ich noch von da aus zu, das ist gut. So, aber die hier, um sie zu machen, ne? So, 5 auf 7, ne? 5 auf 7, 2, 3, 4. 4 sind es nur. Mist, da müsste ich den hier auch noch weg. Müsste ich den hier auch noch wegmachen, da? Mist, Mist, Mist.
Ja, dann würde ich sagen, dann hau ich jetzt über Nacht noch die Wand weg, verlängere alles einmal um eins. Ja, und dann machen wir in der nächsten Folge die Zugbrücke. Und dann sollten wir auch durch sein, ne? Dann haben wir hier den Eingang schon mal vernünftig. Dann werten wir die noch auf den Pflasterstein. Den müssen wir auch noch nehmen hier, oder? Ja. Genau. Genau. Und dann nehme ich noch, hau ich noch die Wände weg hier. Das wird noch ein bisschen dauern. Und dann sind wir hier mit 1, 2, 3, 4 und dann haben wir 5 breit. Dann können wir den noch um einen verlängern. So, nein, nicht drehen. So, so, so und so, ne? Ja. Ja. Genauso. Wunderbar. Liebe Leute, herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend und einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.